So, da bin ich auch schon wieder. Also hier ist gerade, also es ist noch Tageslicht, sagen wir es mal so, aber ich werde wahrscheinlich jetzt ein Weilchen vielleicht in die Dunkelheit hineinspielen. Und das heißt, mein Auge passt sich langsam den Gegebenheiten an. Dann komme ich hier vielleicht mit dieser Dunkelheit einfach ein bisschen besser klar. Davor hatte ich hier noch das Licht an. Also ich habe hier so einen Raum. Ich bezeichne ihn als mein Büro. Zack. Okay. So. Also ich habe da so einen Raum. Ich bezeichne ihn als mein Büro. Und dieser Raum, der hat zwar schon eine Anbindung ans Tageslicht, aber quasi auf das Fenster quasi geht direkt, was war denn das? An den Balkon. Das heißt, wer auf dem Balkon ist, kann direkt da reingucken. Aber der Balkon von der Wohnung drüber, der geht natürlich auch auf dieses Fenster. Und das bedeutet letztendlich, dass hier, selbst wenn die Sonne scheint, nicht so grelles Licht ist. Zack, 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 zack. Und wenn man dann so ein bisschen regnerisches und trübes Wetter hat, so wie man es jetzt gerade hat, wobei es geht gerade eigentlich, aber es ist schon so ein bisschen grau, dann kann man das Licht anmachen, man muss es aber nicht unbedingt. Wenn man Papierarbeit macht, also Papierkram, dann muss man im Prinzip das Licht anmachen. Wenn man kein Papierkram macht, dann braucht man es quasi nicht. Also lesen genau das gleiche. Irgendwie so Sachen halt. Eins, zwei, runter, runter. Eins, zwei, runter, runter. Eins, zwei, runter, runter. So, eins, zwei. Runter und runter. Eins, zwei. Fackel. So. Runter, runter. Okay. Dann würde ich an der Stelle jetzt mal sagen, ich glaube, wir fangen jetzt wirklich wieder an, ein bisschen nach oben zu gehen. Okay, er nimmt die wirklich von oben weg. Das ist ein bisschen schade. Von unten weg wäre es natürlich auch nicht schlecht gewesen. So, machen wir hier mal die Hälfte. Nochmal Hälfte. Nochmal Hälfte. Nochmal Hälfte. Können wir da nochmal die Hälfte nehmen? Und dann würde ich sagen, den, 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 den. Hier nochmal die Hälfte. Da nochmal die Hälfte. Zack. Hier nochmal die Hälfte. Da nochmal die Hälfte. Zack. Da die Hälfte. Zack, kommst du da oben drauf und ihr beiden müsst dann woanders hin. Naja, okay, gut, wir können auch sagen, zack, zack und dich nehmen, zack, 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 zack. Das wird ja passen. So, dann würde ich mal bei 7 sagen. Bäm. Bäm. So, und dann kann man hier wirklich einfach sagen. Naja, genauso wollte ich es nicht. So, 7. Bam, 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 bam. Und wie dieser Schraubendreher funktioniert, das weiß ich selber auch noch nicht so wirklich. Okay, dann sind wir schon fast wieder oben. So, haben wir das auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Plan. Nichtsdestotrotz sollte man die oben Felsen ein bisschen weiter weghauen.
Bei mir ging es jetzt halt wirklich erstmal nur darum, hier auch wieder rauskommen zu können. Das heißt, wir hauen hier 1, 2, vielleicht hauen wir mal 3 rein, ha? Zack, zack. Mit 3 würde es eigentlich gut gehen. 2, 3, zack, zack. 1, 2, 3, zack, zack. 1, 2, 3, zack, zack. Und dann kommt da wieder eine 4 rein. So, jetzt wieder ein runter. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3. Zack, zack. Jo, gut. Also wie gesagt, wir bauen uns lustig oder wir graben uns lustig in die Tiefe. 1, 2, 3. Auf der Suche nach lustigen Ressourcen. 2, 3. Also eigentlich machen wir den ganzen Spaß ja nur deswegen, weil wir auf ein Niveau kommen wollen, wo wir eben Mies finden. Oder bessere Baumaterialien, um es mal so rum zu formulieren. So, zack, 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 zack. Und dann geht's hier noch mal rein. Okay. Da ist jetzt ein bisschen die Frage. Dann würde ich mal den Klassiker wieder machen. Da ein rein, da ein rein. Da ein rein, da weg. Da ein rein, da weg. So, und da hinten sehen wir, glaube ich, jetzt Silber, ne? Wenn ich das richtig sehe. So. Da haben wir ja jetzt wieder hübsche Lavaströme, bei denen wir jetzt erstmal einen Überblick uns verschaffen müssen. So, dann würde ich hier nochmal eine Fackel hinhauen. Genau. So, oh, wow. Das sieht mir sehr nach Mies aus. Das ist aber toll. Oder ist es Gold? So, was ich auch noch nicht so wirklich weiß, ist, wo das Ende der Welt ist. Okay, also den kann ich nicht abarbeiten. Das klingt mir wirklich sehr nach Mies. Den kann ich nicht abarbeiten. Das heißt, ich müsste mir jetzt wirklich eine Stahlspitzhacke machen. Und da hinten, das sieht eigentlich gut aus. So, ich müsste mir jetzt echt eine Stahlspitzhacke machen. Habe ich hier noch eine Kiste? Habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich sollte hier auf jeden Fall eine Treppe hinbauen. Und hier sollte ich vielleicht einen Stopper hinbauen, weil es sonst recht schnell recht abartig werden kann. So, also nochmal 7. Ah, da war ja was. So, dann würde ich hier vielleicht mal sagen, da machen wir 6. Zack. Und zack. Und vielleicht machen wir hier dann wirklich. Zack, da unten war schon wieder ein Lavamonster. Auf das habe ich ja schon wieder so richtig Bock. So. Genau, okay, das reicht mir erstmal. 1, 2, 3, 4 sind es sogar. Das ist sogar fast einer zu viel. So, was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte halt wieder hochgehen.
damit wir uns ein bisschen Metall holen. Ich hoffe ja nicht, dass ich das gesamte Metall. Habe ich noch Erz? Nee, habe ich nicht. Doch. Eisen? Eisen, wunderbar. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich das gesamte Erz jetzt inzwischen schon. Nach Hause gebracht habe. Das fände ich ein bisschen doof. Weil ich da unten jetzt halt wirklich für diese Miesdinger brauche ich jetzt halt wirklich meine Eisending. Meine Eisenspitzhacke. Mindestens. Okay, so. Was haben wir denn hier? Pack mal dich mal weg, pack mal dich mal weg, pack mal dich mal weg. Das ist okay. Was haben wir hier? Okay, dann nehmen wir erstmal die da mit. Dann würde ich uns mal einen Ofen bauen. Bauen. So. Ach so. Ofen. Dafür bräuchte man ja was. So. Machen wir das mal so. Haben wir hier einen Ofen? Hauen wir den mal dahin. Gehen wir wieder ins Inventar und sagen Tschüss. Zack, zack. Genau. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. So, da haben wir hier noch ein paar Flints. Kohletechnisch können wir da auch noch ein paar hochtun. Die 11 behalte ich mal. Dann würde ich Kohle vielleicht mal hier sagen. Die Flints können wir mal dahin hauen. So. Die Steine sind hier. Die Erde ist ein bisschen deplatziert. Können wir hier noch ein paar Steine wegtun. So, dann würde ich zu euch sagen. Ja, das passt. Du kannst noch rüber. Dann kannst du dahin und du kannst dahin. So, dann kann die Kohle vielleicht mal dahin. Und dann können wir hier zur Erde sagen. Zack, zack. Die darf dahin und dahin. Oder vielleicht so, so und so. Das Schild wollte ich eigentlich behalten. So, dann kann das dahin. Das wollte ich ja gar nicht da haben. Das wollte ich da haben. Der Sand. Bei dem Sand weiß ich noch nicht so genau, was ich damit möchte. So, wir hauen dich auf jeden Fall mal hierher. Und dann hauen wir da mal die Kohle rein und dann können wir da mal das Eisen reinhauen. Drei würde mir schon reichen. Für den Anfang, weil mir geht es ja am Anfang wirklich jetzt nur darum, das Mies einzusammeln. Okay, wir haben schon drei. So, und dann würde ich im Inventar mal sagen, zack, zack, zurück. Und, so. So, und du kannst dahin. Wunderbar. Dann will ich dich mal dahin tun. Dann kann der wieder zurück und dann würde ich zu dir mal sagen, jo, geh mal wieder darüber. Achso, geht ja nicht. Gut, dann nehmen wir dich mit. Dann packen wir dich hier in die Kiste. Und das passt jetzt erstmal. So, dann kannst du wieder darüber. Und du kannst dann darüber und von mir aus dahin. Dann habe ich jetzt eigentlich für... Ach komm. Das nehmen wir mit. Wir haben ja zu Hause genug. Das brauchen wir hier vielleicht. Also das Abwärtslaufen ist ein bisschen nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde. Aber es ist okay. Wir kommen nach unten, sagen wir es mal so. Boah, da unten ist aber dunkel.
Ja, da kann man halt ganz schön weit gucken, ne? So, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, so. Okay, dann nehmen wir dich vielleicht mal hierher. Oder dahin. So, auf jeden Fall haben wir hier jetzt hübsche Mieskristalle. So, dann müsste ich mal gerade gucken. Zack, zack, zack. Ausgezeichnet, okay. Genau, wie gesagt, das war eigentlich das Ziel von dieser ganzen Aktion. So, wir sind auf 2. Dann würde ich hier aber noch einen reingehen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Sicherheitsabstand haben. Dann können wir natürlich auch die Wand noch ein bisschen einhauen. So, dann würde ich hier vielleicht wieder ein bisschen Licht an die Wand zaubern. Und dann können wir hier... das Gezuppel alles mitnehmen. Boah, da bin ich aber gerade erschrocken. So. Nehmen wir den mal mit. Kupferhammer. Da haben wir eine Kiste. Die würde ich eigentlich fast mal hier ins Eck. Also die Dreier wären ja hier 1, 2, 3. So, das wären ja die drei. Dann könnte man hier eine Kiste hinsetzen.